Hallo meine lieben Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play World in Conflict Soviet Assault mit Big Pauli. Ja, machen wir direkt weiter. Ja? Mr. President, General Morgan. In Seattle braut sich was zusammen. Ein Problem, General? Die Meldungen sind etwas vage. Aber russische Truppen haben es anscheinend geschafft, sich mit getarnten Frachtschiffen in den Hafen zu schleichen. Wollen Sie damit andeuten, dass sich russische Soldaten auf amerikanischem Boden befinden? Dass wir überfallen wurden? Ja, Sir. Und es scheinen noch mehr zu kommen. Wir haben sehr wenige Einheiten dort und die leisten Widerstand so gut es geht. Mein Gott. Welche Optionen haben wir? Ziemlich wenige, Sir. Wenn wir Divisionen aus Europa zurückholen, verlieren wir... Ich weiß. Aber haben wir denn gar nichts, um unser eigenes Land zu verteidigen? Ich habe alle verfügbaren Einheiten nach Westen beordert, Sir. Wer hat das Kommando? Colonel Sawyer, Sir. Ein echt zäher Brocken. Na, hoffentlich. Versammeln Sie den Stab. Besprechungsraum. 20 Minuten. Jawohl, Mr. President. Okay. Wir flohen nach Osten und der Nachthimmel hinter uns erglühte von all den Feuern in der Stadt. Einige sprachen später von geordnetem Rückzug, aber das schien nur so, weil wir alle in dieselbe Richtung wegrannten. Seattle fiel in dem Moment, als die Schiffe in den Hafen einliefen. Und es gab nie eine Chance für uns, die Stadt zu halten. Ich versuche zu vergessen, dass wir so viele Menschen zurücklassen mussten. Captain Bannon hielt so etwas wie Ordnung aufrecht, aber ich werde wohl nie erfahren, ob wir tatsächlich seinen Befehlen gehorchten oder ob sie nur zufällig das waren, was wir ohnehin taten. Wir folgten der Autobahn in die Vorstädte, den Krieg dicht auf unseren Fersen. Es war bereits Artillerie in diesem Gebiet eingeschlagen und ich erinnere mich an eine Schaukel, die völlig kaputt neben einem schwarzen Krater lag. In diesem Moment wurde mir klar, wir wurden überfallen und nichts würde mehr so sein wie früher. Das könnten, wenn es real gewesen wäre, so extrem berühmte Worte sein von einem Soldaten. Vororte von Seattle, 17 Uhr, Tag der Invasion. Und da kommen die Sowjets. Wow, das sind verdammt viele. Die sollten sich mal beeilen, sonst reißen die Roten sie in Stücke. Tja, wir werden sie wohl beschützen müssen, verdammte Zivilisten. Ich wüsste zu gern, wann Colonel Sawyer endlich hier ist. Wir brauchen die Verstärkung, aber auf ihn könnte ich verzichten. Weiter zum Brückenkopf, Parker. Wir haben das Fahrzeug. Alles klar. Okay, Parker, wir verschanzen uns hier, während wir auf den Colonel warten. Errichten Sie eine Verteidigungslinie bei der Autobahn. Die Roten dürften bald hier sein. Bradley, MTV, Captain, mache mich auf den Weg. Na, was hat er mir denn gegeben? Zwei Humvee, zwei Bradley, ein Panzerabwehrbataillon und ein normales Infanteristenbataillon. Schützenteam, wir steigen ein, Sir. Kampfbereit. Steigen in den Transporter. Alle da, los geht's. Die das beiden gehen mal lieber da rein. Wir lassen Tempo. Wir lassen die Kette machen Befehle. Fahren zu Koordinaten. So. Tempo, Parker. Wir müssen die Positionen einrichten und zwar schnellstens. Ja, die ich Roten bin dabei, Bannon. Die Roten zu haben, Leute. Nicht weit von hier wurden russische Späher gesichtet. Ist doch nicht besorgniserregend, aber ich habe das Gefühl, es kommen noch mehr. Verdammt, sie sind schon da. Feuer erwidern. Und denken Sie daran, dass wir keine Verstärkung anfordern können, Parker. Darum habe ich meine Infanteristen ja auch in Sicherheit gebracht. Fahrzeug wurde in Stücke gesprengt.
Parker, die Russen haben etliche Zivilisten bei ein paar Häusern nicht weit von hier zusammengetrieben. Sie verladen sie gerade in Schulbusse. Wir müssen sie erreichen, bevor die Kommis sie wegbringen. Okay, bin schon unterwegs. Captain, fahr unterwegs. Das nenne ich Kampfgeist, Parker. Los jetzt! Erledigen Sie alle, dann können wir die Zivilisten wegschaffen. Ein Ziel zerstört. Bradley erwidert Feuer auf Feinde. Feuer auf Feinde. Gehen in Kampfposition. Feind ist besiegt. Greift das Ziel an. Feind vernichtet. Bradley ist in Bewegung. Wir beeilen uns, Sir. Gut gemacht, Parker. Wenigstens kriegen Sie ein paar Sachen hin. Ja, ja. Captain Bannon. Lagebericht. Bannon hier. Wir kämpfen an der Brücke und wollen einen Haufen Zivilisten aus dem Gebiet schaffen, bevor die Russen in Massen hier anrücken. Parker, bitte komm. Beim Haus von General Levinson wurde russische Infanterie gesichtet. Ich habe gerade mit ihm gesprochen. Seine Familie ist noch drin und muss evakuiert werden, bevor es zu spät ist. Woher diese Bastarde bloß eine Adresse haben? Ja. Sind unterwegs, wie Bradley ist in Bewegung. Ein feindlicher Soldat ist gefallen. Volltreffer wird bestätigt. Wir reparieren das Teil jetzt. Mechaniker ist mit Reparatur beschäftigt. Okay, geschafft. Na los, Ernte, machen! Bewegung! Bring sie da weg! Bring sie sofort da weg! Bewegung! Na los, Tempo, Tempo! Wir haben keine Zeit! Warte! Hier, okay. Gut, sie haben sie rausgebracht. Ich gebe dem General Bescheid, dass seine Familie in Sicherheit ist. Kümmern Sie sich jetzt um die restlichen Zivilisten. Verstanden, Captain. Bringen Sie die Zivilisten rüber. Wir rücken jetzt in das Gebiet vor und ich fordere Feuerunterstützung für Sie an. Verstanden, Sir. Parker, wir müssen den Brückenkopf halten, solange die Busse rüberfahren. Lassen Sie ja keine Russen durch. Okay, Leute. Das ist mein Plan. Parker, Sie übernehmen die Bodentruppen, so gut es geht. Bannon, wenn Sie Einheiten sehen, die Parker nicht schafft, funken Sie mir deren Position, dann gebe ich es an die Artillerie weiter. Die Schulbusse mit den evakuierten Personen fahren jetzt über die Brücke, Colonel. Gut. Lassen Sie keine Russen durch. Die setzen mit Hubschraubern Soldaten auf unserer Seite ab, aber wir sorgen dafür, dass die Straße frei ist. Eagle 6, over. Ein Ziel zerstört. Wir lassen die Ketten rasseln. Ich bringe jetzt Verstärkung zu Ihrer Position, Parker. Nutzen Sie sie gut. Infanterie im Wald Richtung Norden. Verstanden, Captain. Ziel markiert. Ziel wurde zerstört. Sie erwarten Ihre Befehle. Wir beeilen uns, Sir. Panzer ist bereit. So gut wie erledigt, Sir. Wir übernehmen den ganzen Bereich. Okay. Fahren zu Koordinaten. Haben Sie wohl was Befehle? Wir haben eine Einheit bei uns. Heiler, Rückzug, Rückzug! Ich habe Ihre Zielkoordinaten. Feuerunterstützung im Anmarsch, also Vorsicht. Parker, der Iban schickt jede Menge Amphibienfahrzeuge über den See. Seien Sie bereit. Bin ich. Gute Leistung, Leute. Die Busse haben es fast geschafft. Ja. Eagle 6, schwere Panzer im Süden. Nachricht erhalten. Sehr gut, Captain. Ein Ziel zerstört.
Personen sind in Sicherheit. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Russen. Wir haben die erste Welle bewältigt, aber es werden noch mehr kommen. Treffen Sie mich in 10 beim Brückenkopf. Ja, ich kann kein Funkisch. Lieutenant Parker, schön, dass Sie noch leben. Und Sie, Captain Bannon, werde ich wohl nie los, hä? Sieht so aus, Colonel. Ich höre, Sie haben bei der Organisation des Rückzugs gute Arbeit geleistet. Ich bin bereit, das Vorgefallene zu vergessen. Aber noch so ein Desaster und Sie sind dran. Verstanden, Colonel. Wir werden sehen. Das ist Captain James Webb und das sind First Lieutenant Parker und Captain Bannon. Sie haben mit mir in Europa gekämpft. Da drüben soll es auch hergegangen sein. Schade, ich hab's verpasst. Seien Sie froh. Wir müssen die Brücke sprengen, damit die Russen sie nicht benutzen können. Zurück zu ihren Einheiten. Wir machen dann mal weiter. Sina, welche Einheit? Washington National Guard, Sir. Wir sollten uns heute melden. Unwichtig, ich brauche eine Ordonnanz und das sind Sie. Holen Sie Ihr Zeug, wir müssen los. Großmann, bis später. Sofort, Soldat. Bannon, wieso zum Teufel haben Sie diese Position befestigt? Sir, das war Parker, der... Egal. Eine vorgeschobene Position kann da die sowjetische Hauptstreitmacht aufhalten. Das wäre die perfekte Aufgabe für Sie und Ihre Panzer, Bannon. Begeben Sie sich sofort dahin. Ja, Sir. Bannon, over. Bannon. Webb und Parker, der Ivan wird mit vollem Tempo die Autobahn runterkommen und wir müssen ihn lang genug aufhalten, um die Brücke zu sprengen. Falls die schweren Panzer durchkommen, fällt der ganze Staat im Handumdrehen. Verstanden? Positiv, Sir. Na los, Parker. Wir verschanzen uns auf der anderen Seite. Die steigen in Transporter. Parker, ich überlasse Ihnen Teile der Reserve. Holen Sie sich alles, was Sie brauchen. Diesen Grenzbereich am Kettenfahrzeug ist unterwegs. Panzer ist... Wir rücken auf. Sehr gut, Parker. Und jetzt raus mit den Schaufeln. Ihr Eagle 6. Ich glaube, wir werden ein Weilchen hier sein. Ich habe die Luftwaffe kontaktiert und angefragt, ob sie uns helfen, die Brücke zu sprengen. Aber ich warte noch auf Antwort. Sir, können wir die Brücke nicht vergessen und hier verschwinden? Wenn wir das tun, ist der Staat Washington verloren, Bannon. Ich dachte, das wäre klar. Der Befehl lautet, halten, Captain! Verstanden, Sir! Lieutenant Parker, wir müssen etwas gegen die sowjetischen Hubschrauber tun. Ich habe gerade von ein paar ausgefallenen Flakbatterien in dem Gebiet erfahren. Wenn Sie die auf Vordermann bringen, könnten wir diese Hubschrauber vielleicht ein für alle Mal erledigen. Ihre Verstärkung ist unterwegs, Parker. Sie wird in Kürze landen. Halten Sie sich von diesem Gebiet fern. Jawohl. Mechaniker ist vor Ort und beginnt mit der Reparatur, Sir. Okay. Ihr Eagle 6, gut gemacht. Halten Sie sie jetzt auf, während ich dafür sorge, dass die Brücke zerstört wird. Wir wünschen... Diese Hubschrauber sind ein Problem, Parker. Warum tun Sie nichts dagegen? Wir haben den Hubschrauber erwischt. Ich hab doch schon Hubschrauber untergeholt. Wie lange sollen wir hier noch allein durchhalten? Solange ich das will, Captain. Seien Sie froh, hier zu sein, wenn man bedenkt, wofür Sie verantwortlich sind. Und jetzt erledigen Sie den Feind. Ach, positiv, Sir. Man and over. Feindlicher Panzer hat uns im Visier. Die Roten sind so verdammt schnell. Sie müssen in der ganzen Stadt Luftlandeeinheiten abgesetzt haben. Anvisierter Panzer brennt. Endlich haben wir etwas Luftverteidigung auf die Beine gestellt. Versuchen Sie, alle hinzukriegen, Parker. Jawohl. Wenn wir noch länger hier bleiben, werden wir abgeschnitten. Können wir die Brücke jetzt sprengen? Ich kümmere mich darum, Captain. Bleiben Sie, wo Sie sind und beruhigen Sie sich.
ein feindlicher Soldat. Schön, dass die Flakgeschütze wieder im Einsatz sind, Lieutenant. Wir haben eine Einheit verloren. Wir stehen im Kampf. Feindliches Ziel ist besiegt. Bradley hier, Sir. Feindliches Ziel vernichtet, Sir. Wir verlieren an Boden, Lieutenant Parker. Erobern Sie die Position zurück. Unsere Luftverteidigung ist wieder voll einsatzfähig und der Iwan schickt keine Hubschrauber mehr in das Gebiet. Und das alles dank Ihnen, Parker. Ausgezeichnet. Vielen Dank, Parker. Ich habe einen M60-Panzer bei meiner Kompanie, aber Sie brauchen ihn vermutlich mehr. Ich sage den Leuten, dass Sie jetzt das Kommando haben. Sie schießen auf uns. Sie haben eine Ihrer Einheiten erwischt. Was sollen wir tun, Sir? Feind ist besiegt. Feindliches Ziel ist besiegt. Ein Ziel zerstört. Sheridan, fahren zu Koordinaten. Rauchen wir mehr. Lassen wir kämpfen. Ihre Befehle. Weichige Schuss auf den Befehl. Sonst verlieren Sie den Hauptweg. Ja, wir sind. Dann machen wir voll. Es scheint, als würden die uns eine Verschnaufpause gönnen, Parker. Aber bleiben Sie wachsam. Ich wette, da kommt bald noch mehr auf uns zu. Parker, das hiesige Krankenhaus wurde noch nicht evakuiert und der Iwan kommt näher. Richten Sie dort einen Grenzbereich ein, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Webb muss den Brückenkopf so lange allein halten. Kein Problem, Colonel. Erst wenn meine Verstärkung abgesetzt wurde. Tempo, Parker. Die brauchen Ihre Hilfe. Viele Zivilisten werden nicht mehr rechtzeitig aus der Stadt kommen. Auf die Zivilisten werden harte Zeiten zukommen, Colonel. Ja, wir müssen so viele wie möglich evakuieren. Alle Mann sind an Bord. Schnelles Transportmittel irgendwo fahren, los. Los, los, los. Parker, der Iwan setzt an verschiedenen Stellen Luftlandetruppen ab, aber unsere Späher haben deren Sammelpunkte ausfindig gemacht. Feuern Sie auf diese Ziele, Lieutenant. Russische Luftlandeinfanterie gesichtet, Parker. Ist hinter unserer Position gelandet. Benutzen Sie Artillerie oder was immer Sie haben, Parker. Aber sorgen Sie dafür, dass sich der Iwan nicht organisiert. Sonst werden wir es schwer haben, diese Brücke zu verteidigen. Gut, die Evakuierung läuft. Sichern und halten Sie die Position, bis sie abgeschlossen ist. Verstanden. Koordinaten erhalten. Artillerie feuert. Getroffen und getötet. Sollen wir Truppen an die Front bringen? Sie haben sie in die Flucht geschlagen, Parker. Und jetzt weiter zum nächsten Ziel. Hier haben wir. Muss was repariert werden? Panzer ist kampfbereit. Sind unterwegs. Fahren Tempo los! Die schießt auf uns! Fahrzeug außer Gefecht. Los, 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 los! Leichter Fahrzeug, halt den Schalter an! Ziel vorrück, rollen Tempo! Sie haben Verluste! Wir stehen im Kampf! Der Iwan hat uns von einer Position vertrieben, Lieutenant. Ich will, dass Sie sie zurückerobern. Noch ein Sammelpunkt, an dem Sie sich nicht mehr zusammenrotten können. Gut gemacht, Lieutenant. Genau ins Schwarze, Parker. Gut gemacht. Kettenfahr unterwegs. Ihr Tempo. Weichen Beschuss aus. Ja. Ziel wurde überrannt. Es sind nicht mehr viele, Parker. Sie machen das gut. Gute Arbeit, Lieutenant. Sie haben uns wertvolle Zeit verschafft. Es wird Stunden dauern, bis sich die Luftlandetruppen organisiert haben. Ein Ziel zerstört. Natürlich. Sheridan greift an, wie befohlen. Feind ist besiegt. Haben wir hier. Es wird hier draußen eine Bewegung. Feindliches Ziel ist besiegt. Volltreffer-Mechaniker ist mit Reparatur beschäftigt. Das war der letzte. Gut gemacht, Lieutenant.
Eagle 6, Eagle 6 liegen unter schwerem Beschuss. Überall Iwans. Sieht aus wie die gesamte Sowjetarmee. Brauche sofort Verstärkung. Ruhig, Captain. Ich schicke Parker jetzt zu Ihrer Position. Sobald er da ist, fallen Sie auf unsere Seite der Brücke zurück. Verstanden, Sir. Parker, Webb wird vorübergehend das Kommando über Ihre Truppen übernehmen, während Sie sämtliche Feuerunterstützung nutzen, den Angriff des Iwan zum Stillstand zu bringen. Die Luftwaffe wird die Brücke bombardieren, aber wir müssen sie halten, bis sie hier ist. Okidoki Loki. Zur Hölle, ja! Nehmt das, ihr roten Bastarde! Voll ins Schwarze, Lieutenant! Weiter so! Hier ist Bannon. Wir ziehen uns zurück. Passt auf, Leute, und bleibt zusammen. Parker, ich will, dass Sie alle strategischen Ziele in diesem Gebiet zerstören. Öltanks, Tankstellen, Umspannwerke und sowas. Der Iwan mag Seattle erobert haben, aber wir werden es ihm trotzdem nicht leicht machen. Lass dir das amerikanische Blei schmecken, du Bastard! Feuer einstellen! Feuer einstellen! Was für Koordinaten benutzen Sie denn da, Parker? Sie beschießen uns anstatt den Feind! Überprüfen Sie die Koordinaten, Lieutenant. Das darf nicht nochmal passieren, sonst enthebe ich Sie Ihres Kommandos. Parker, wo zur Hölle sind Sie? Kommen Sie sofort hierher. Hier Zulu 9, Koordinaten sind erfasst, Bomben sind unterwegs. Zulu 9 verstanden, schießen mit voller Wirkung, over. Erstes Platoon hat es geschafft, zweites Platoon, Abmarsch. Lieutenant, die Russen setzen alles ein, was sie haben. Fordern Sie sofort Feuerunterstützung an. Wow, was für eine Explosion. So will ich das sehen, Parker. Verbrannte Erde. Das ist Wahnsinn. Wir müssen uns schneller zurückziehen. Hinter uns sind Tausende von Zivilisten, die zu fliehen versuchen. Wenn wir uns jetzt zurückziehen, geraten die mitten ins Feuer. Das wollen Sie doch nicht, oder, Captain? Aber es sind zu viele. Sie haben doch schon in größerer Unterzahl gekämpft, oder? Er hat recht, Bannon. Reißen Sie sich zusammen. Ich versuch's, Colonel. Angriff anfordern und in Deckung gehen, Parker. Wir schaffen das. Melde minimalen Schaden im Zielgebiet. Over. Hier, Zulu 9. Koordinaten sind erfasst. Bomben sind unterwegs. Verstanden. Feuermission erhalten. Zulu 9, Ende. Gott, das wird heftig. Ich schicke jetzt das dritte! Ausgezeichnet, Parker! Keine kostbaren Ressourcen für den Iwan! Parker, Sie Trottel! Wir haben gerade eine Position verloren! Erobern Sie sie zurück! Es sind so gottverdammt viele! Wir brauchen alle Feuerunterstützung, die wir kriegen können, Parker! Und noch mehr! Haben Sie verstanden? Bannon, over! Sowjetische Streitkräfte sind im Grenzbereich! Feuern Sie auf die, bevor Sie sich verschanzen, Parker! Natürlich, ich bin dabei. Wo bleiben die? Wir hätten früher abziehen sollen. Ruhe, Captain. B-52 sind im Anflug. Sobald die Brücke weg ist, lassen wir uns zum nächsten Sammelpunkt zurückfallen. Achtung, Leute. Alles geschafft. Gut. Die Reparatur könnte eine Weile dauern, ja.
Was ist das überhaupt? Das, mein Freund, ist ein tragbarer CD-Player. Tragbar? Ja. Ehrlich? Ja. Und wie ist der Sound? Ich würde es dir ja zeigen, aber die Batterien sind leer. Ich bräuchte ein paar neue. Achtung! Stecken Sie das weg, Soldat! Aber das ist von meiner Tochter, Sir. Los! Ich würde lieber ihn wegstecken, Cabron. Gottverdammte Irre. Mal sehen, ob uns jemand zum Sammelpunkt mitnimmt. Ja. Ich muss zurück zum Parkour. Ein weiterer Sieg für die USA. Naja, eigentlich eher eine Niederlage, weil die sich schon wieder zurückziehen mussten. Die Sowjetunion gewinnt immer mehr Boden. So. Und an dieser Stelle mache ich jetzt erstmal wieder einen Cut. Es war mir wie immer eine Freude, ganz meine Zuschauer zu haben. Like das Video, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt Kommentare, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr mich schon abonniert habt und noch nicht auf das Glockensymbol neben dem Abonnieren-Button geklickt habt, macht es, damit ihr in Zukunft keines meiner Videos mehr verpasst. Das war's für heute von Big Pauli. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.